Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part der Sub-Creativity, beziehungsweise zum nächsten Video der Sub-Creativity, beziehungsweise zur nächsten Episode Sub-Creativity, der Sub-Squad-Bilder hier auf dem Kanal. Und es wurden wieder einige eingereicht. Ja, ich habe auf Facebook schon Tage gepostet, ey, gebt mir mal ein paar Squads, ich habe gerade Bock. Und es wurde sofort natürlich tausendfach gefühlt geantwortet. Danke auf jeden Fall für diese heftige Resonanz und diese heftigen Antworten immer. Wenn ihr selber mal ein Squad einschicken wollt, beziehungsweise die Chance haben wollt, dass euer Squad gebaut wird, schaut bei Facebook vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch bei YouTube hier schreiben oder bei Twitter oder wo immer ihr wollt. Ich gucke mir immer alles an, was es im Endeffekt wird. Das kann allerdings nur der Zufall sein, beziehungsweise im Endeffekt irgendwie auch das Glück. Wenn ihr selber Teams bauen wollt und irgendwie Packs ziehen möchtet, damit ihr ein paar Coins zusammenbekommt, dann schaut bei Kingui vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. PSN-Guthaben, genau. Gibt es da günstig. Sennheiser ist ebenfalls in der Videobeschreibung für günstige Headsets, beziehungsweise für günstiges Gut, für extrem geile Headsets. Ist Marktführer und dementsprechend wisst ihr Bescheid. Sennheiser ist Beste. Gut, wir kommen zum Team und der Name ist natürlich wieder hier eingeblendet. Ich danke dir dafür, dass du das Team eingesendet hast. Es ist wirklich gar nicht mal schlecht. Es ist, glaube ich, wieder Nolling's Waste, wenn ich mich recht erinnere. Und ziemlich, ziemlich stark. Wir starten im Tor und im Tor haben wir Guillaume. Ja, den habe ich ja vor 2 Jahren über 13 mega gefeiert. Der Inform war auch richtig cool. Allerdings ist er dieses Jahr nur ein 77er. Man merkt es teilweise. Er ist allerdings, wie viele low-gerated oder non-rated-Keeper, extrem stark eigentlich. Ein 97 groß, das heißt extrem, extrem schlaksig. Aber dafür trotzdem extrem nice eigentlich. Also kann man sich nicht beschweren. Ist ein solider brasilianischer Keeper und immer noch besser als beispielsweise Julio César. Innenverteidigung besteht auch aus dem Inform Miranda. Da war normalerweise der normale Miranda, aber ich habe halt noch den Inform im Verein. Auf der anderen Seite haben wir Leandro Castan. Das die beiden Innenverteidiger. Beides sehr, sehr nice Spieler. 77 Tempo und 71 Tempo. Ich denke mal, die sprechen für sich, muss man nicht viel zu sagen. Sie sind bekannt und sie sind beide sehr solide. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Keine Probleme mit der Innenverteidigung. Linksverteidiger, Christian Ansaldi. Grüße an Hansu Seipi an dieser Stelle. 84 Tempo, 72 Dribbling, 75 Defending, 73 Physics. Gutes Passspiel, gute Flanken, guter Longshot sogar. Schießt bei mir die Standards, warum auch immer. Und ist ein wirklich nicer Spieler. Kann man nichts gegen sagen. Man kann auch Siqueira hinstellen, wenn man nicht auf Nolling's Wasted scheißt. Obwohl Siqueira spielt, glaube ich, gar nicht mehr bei Atletico, oder? Wenn er es tut, könnt ihr ihn hinstellen. Wenn nicht, nehmt Ansaldi. Ist auch auf jeden Fall eine gute Option. Rechtsverteidiger, es ist klar. Natürlich Abdoulaye Konko, der beste Rechtsverteidiger in der Serie A, meiner Meinung nach, mit Medium-Arbeitsraten, 86 Tempo, 80 Physics, 72 Defending, 77 Dribbling, 73 Passen. Der Typ kann alles, sogar Longshots, deswegen extrem nicer Spieler und nur empfehlenswert mit Mittel-Arbeitsraten ist der beste Rechtsverteidiger, meiner Meinung nach, in der Serie A. Auch wenn beispielsweise Spieler wie Maicon und Abate da sind, kommt Konko an denen noch locker vorbei. Der erste ZM ist dann Guarin, der zentrale ZM ist Xabi Alonso und der linke ZM ist Thiago Alcantara. Wir haben jetzt 2 Forster-Skiller mit Guarin und Thiago, beide auch relativ gut. Thiago hat eine Vorlage gemacht und kein Tor. Und Guarin hat ein Tor gemacht, keine Vorlage. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Team offensiv seine Probleme hat. Also die beiden haben viele Chancen rausgespielt, genau wie Xabi Alonso, der gar nichts gemacht hat. Doch, eine Vorlage sogar. Der auch einen richtig geilen Schuss an der Latte gesetzt hat. Allerdings, naja, vorne die Spieler hatten nicht so den besten Abschluss, beziehungsweise haben viele Chancen vergeigt, was einfach der Grund ist, dass im Endeffekt das Ganze nicht so geil ist, wie es hätte sein können von den Statistiken her. Aber trotzdem auf jeden Fall eine sehr nice Dreierreihe. Alonso ein bisschen für das Defensive und das Kreative zuständig. Thiago mit den Forster-Skills und ja, und einen guten Dribbling für das Dribbling zuständig, beziehungsweise für ein bisschen rumgeskillt, ein bisschen Elan, ein bisschen Flair, und Guarin für die Kraft zuständig, für das gute Dribbling, die Forster-Skills und natürlich die Longshots. Den Longshot hat allerdings jemand anders im Team gemacht, dazu aber gleich mehr. Linker Stürmer ist dann Diego Capel, auch eher ein sehr nicer Spieler eigentlich. Linksfuß, 2 Sterne Weakfoot. Ich habe ja später bemerkt, dass der Linksfuß, ich dachte, er wäre Rechtsfuß, er ist aber Linksfuß, was ein bisschen blöd ist, weil ich auch mit rechts geschossen habe. 1800 Coins als linker Stürmer kostet er, Forster-Skills, 87 Tempo, 85 Dribbling. Ist auf jeden Fall ein Spieler, der in Ordnung ist. Für das Geld kann man sich da absolut nicht beschweren. Ist natürlich nicht die beste Alternative, beziehungsweise die beste Lösung für den Spanier auf der linken Seite, aber in diesem Team muss nun mal er stehen und der ist an sich wirklich auch nicht schlecht. Ich kann ihn nur empfehlen. Wenn ihr ihn ausprobieren möchtet, wenn ihr einen Budget-Squad habt oder einen Liga Portugieser-Squad, dann könnt ihr den auf jeden Fall einbauen. Rechter Stürmer ist dann der teuerste Spieler in dem Team und, okay, Miranda ist teurer, aber Cuadrado ist ansonsten der teuerste Spieler. 23.000 Coins, 4 Vorlagen, 1 Tor gemacht, eigentlich 2 Tore gemacht im letzten Spiel gegen Tobi, ja, eine Statistik fehlt hier und die auch die vom Stürmer ist ein bisschen manipuliert, da fehlt ein Tor, denn gegen Tobi ist mein Internet gerade ausgegangen und dementsprechend habe ich da 3-2 verloren, aber Cuadrado hat ein Tor gemacht, also 4 Spiele, 2 Tore, 4 Vorlagen, richtig nicer Spieler. Was mir bei ihm so ein bisschen fehlt, ist der gute Abschluss. Er hat zwar einen guten Abschluss, aber nicht gut genug. Er hat fast ein geiles Longshot-Tor gemacht, aber auch wenn seine Longshots gut sind, kommen die teilweise ein bisschen unpräzise und der größte Nachteil bei ihm ist einfach, ich will mit ihm die ganze Zeit skillen und deswegen verliere ich den Ball irgendwie.
irgendwann. Aber das ist natürlich eigentlich auch gut, weil für Skiller ist das Team also auch geeignet. Haben hier einen 5-Star-Skiller drin und der kann auch richtig was. Es macht richtig Spaß, mit dem zu skillen. Allerdings, wenn man irgendwie halt nur skillt, verliert man irgendwann den Ball und das ist nicht so ideal. Aber trotzdem, nicer Spieler. Und jetzt kommen wir zum besten Spieler im Team. Und ich wusste, er ist overpowered, ich wusste, er ist stark. Aber so stark hatte ich ihn ehrlich gesagt nicht in Erinnerung. Es ist Jackson Martinez. Michael Jackson im Sturm vorne drin. 4 Spiele, eigentlich 8 Tore, 900 Coins gekostet. 4-Star-Skills und Weak-Foto, Mittelarbeit 385 groß. 85 Physics, 82 Tempo, 81 Schuss. Eine mega Körperstärke, ein richtig guter Schuss, hat einen richtig geilen Longshot rausgehauen. 82 Tempo ist deutlich ausreichend. 78 Dribbling ist auch richtig, richtig gut. Stellungsspiel ist ideal, der kann richtig gut köpfen. Der gewinnt Kopfball, der tackelt die Gegner weg. Der kostet quasi nichts, ist ein kolumbianischer Stürmer. Das heißt, Nationalität ist auch nicht so schlecht. Und auf jeden Fall eine richtig, richtig nice Alternative für jeden, der irgendwie so ein Team spielen möchte. Ich kann es nur weiterempfehlen. Und wenn ihr die Chance habt, Martinez einzubauen, macht es auf jeden Fall. Der Typ ist mega, mega nice. So, das ist das Quad. Es kostet an sich, wenn man zusammenrechne, 1000. Das ist, sagen wir mal, das ist jetzt hier 3000 hier die Verteidigung. Ja, dazu noch Miranda, ich weiß nicht, kostet momentan glaube ich 90.000, aber 93.000 mit Miranda normalerweise, sagen wir mal 5k, haben wir hier 6k, 7k, 9k, 13k, 14k, 15k, 38.000, 40.000 Coins ungefähr. Dazu No Links Wasted, 4 Nationalitäten und Ligen, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Nationalitäten und 1, 2, 3, 4 Ligen, also geht auf jeden Fall, 5 Ligen sogar. Geht auf jeden Fall klar, kann man sich absolut nicht beschweren und ja, ich hoffe, das Squad gefällt euch, danke an den Einsender, dass du es gemacht hast, wenn ihr eins einsenden wollt, ihr wisst, wie es geht. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei den Toren, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da oben, da würde ich mich sehr darüber freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bis dann, haut rein und ciao.